Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir kommen heute zu einem neuen Haul-Video. Es ist mal wieder Zeit dafür. Entschuldigung, dass ich so ungeschminkt aussehe, aber das Wetter ist so warm. Es ist viel zu warm, Leute, für mich jedenfalls. Ich habe dann immer Kreislaufprobleme. Wie sieht es bei euch aus? Ich rede schon wieder viel zu viel um den heißen Brei, deswegen fangen wir an. Ich habe ein bisschen was geshoppt und ich habe mir auch ein bisschen ja meine Vorräte aufgefüllt von den Sachen, die alle gegangen sind. Und mein Hund macht da irgendwelche komischen Sachen. Gut. Sieht ja aus. Prima. ich habe mir Sachen wieder aufgefüllt, an Kosmetik-Sachen, die alle gegangen sind und ja, die zeige ich euch dann auch noch und deswegen fangen wir jetzt an. Erstmal die Sachen, die ich mir wieder dazu gekauft habe und zwar ist das von P2 das Perfect Face Make-Up Base. Das ist einfach eine kleine Base, die man sich aufs Gesicht klatschen kann. Und das Make-up und ja, die gleicht dann die gleicht kleine Unebenheiten aus und finde ich ganz toll. Also die habe ich mir nachgekauft wieder und die kostet 3 Euro oder so. Ich kann mir nie die Preise merken, ich glaube das wisst ihr. Und das ist dieses schöne Teil. Und so. Aber das kennt ihr ja, das habe ich ja schon so oft vorgestellt. Und da das ja schon etwas länger all war, wollte ich mir das halt schon länger wieder auffüllen. Und da hatte ich mich vergriffen. Und zwar hatte ich mir das von Catrice Cosmetics gekauft, weil ich einfach der Meinung war, dass es das war. Und ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Also ich habe ja auch den Puder davon. Der heißt übrigens auch Prime and Fine. Und zwar ist das auch eine leichte Grundierung, damit man nicht so glänzt. Das ist auch nicht schlecht, aber das von P2 finde ich einfach besser. Aber bei denen glänzt man nicht so, wie halt auch da drauf steht. Aber das gleicht halt auch nichts wirklich aus und kann man aber auch unter dem eigentlichen Make-up tragen. Das ist nicht schlecht. Kostet auch so 2 Euro. Und das ist von Catrice. Geht's. Ich hatte ja schon mal einen Pickelstift. Ich glaube, den habe ich auch schon mal vorgestellt. Aber der war doof, der hat gar nichts gebracht und da ich glaube ich wieder etwas unreine Haut habe, obwohl es geht jetzt, es hält sich in Grenzen. Die Haut wird bei mir immer Mitte meines Zyklus ist ziemlich unrein, aber jetzt wird sie wieder besser, das heißt, es geht mal wieder los. Und zwar ist das, habe ich mir einen neuen Pickelstift geholt von Clairasil. Ultra Akut Pickelgel und davon habe ich ja auch schon das Peeling und das war ja schon toll und die 4 Stunden, also hier steht drauf, in 4 Stunden sollen Pickel weg sein, das ist ein bisschen übertrieben, also gebt dem Ganzen mal eine Nachtzeit, dann funktioniert das und der kostet glaube ich 6 Euro oder 3 Euro. Nagelt mich nicht fest, Leute. Und den habe ich im Müller gekauft. Ja. Das ist der. Und dann packen wir den mal aus. Und was hast du für Probleme? Ja. Ja, und das ist einfach so an die Spitze und da kommt echt das Ganze schon rausgesuppt. Es hat am Anfang eine sehr erfrischende Wirkung, finde ich.
aber es kann dann nach einer Zeit irgendwie etwas brennen. Ob das gut oder schlecht ist, Leute, schreibt mir das. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man das drauf macht und es ist erst so recht erfrischend und dann brennt es? Verträgt man das dann nicht? Weiß ich. Aber dann habe ich mir eine Maske gekauft. Ich hatte mir letztens schon eine Maske gekauft, die war mit Heilerde. Und das war eine Thermomaske und die habe ich absolut nicht vertragen. Meine ganze Haut wurde rot und ich hatte Ausschlag und das war überhaupt nicht toll. Also sie wurde richtig heiß. Also, oh. Und jetzt will ich die mal ausprobieren von Schäbens. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist eine Peel-Off-Maske. Verfeinert das Hautbild, Thermalwasser, Perlenextrakt. Reinigt und klärt. 79 Cent vom Müller. Für alle Hauttypen. Reinigt und klärt die Haut Poren tief. Befreit von Talgablagerungen. Verfeinert das Hautbild. Fördert die Hautdurchblutung. Hat auch einen Test gemacht. Von Dermatest bestätigt. Sehr gut. Naja, dann probieren wir die mal aus. Yep. Gut, dann machen wir weiter. Und das riecht so fruchtig von Garnier Skin Naturals Hautklar Fruit Energy. Erfrischendes Waschgel reduziert sichtbare Unreinheiten, reinigt und belebt die Haut. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber es riecht total frisch. Und ich will es ausprobieren. Wäre blöd, wenn nicht, sonst hätte ich mir es ja nicht gekauft. Und dann berichte ich euch, wie es gewirkt hat und ob ich es vertragen habe oder nicht. Und es hat 3 Euro noch was. Nee, genau 3 Euro gekostet. Ich wollte mir eigentlich erst den Waschschaum holen für das Gesicht, aber 6,95 oder 99 war mir dann noch ein bisschen teuer. Deswegen, nö. Ist genauso gut und ja, von Garnier. Gut. Das war mir dann auch gut. Ja, also finde ich auch ganz gut, glaube ich. Weiß ich auch nicht. Ich probiere es aus. Und dann bin ich auf so ein tolles, lecker riechendes, fruchtiges Duschgel gestoßen. Oh Leute. Ich hätte mich reinlegen können, wo ich da reingerochen habe. Ist das so toll. Und zwar ist das von Creme 21 Orange and Lime. Fresh and Fruity, fruchtig und frisch. Mit Ginger-Extrakt und Ingwer-Extrakt. Ja, soll eine gute Laune-Kombi sein. Und ich habe das auch eben gerade benutzt. Und das ist voll toll. Das riecht nach Limette und ein bisschen Grape und Orange. Wenn ihr das genommen habt, also wenn ihr das benutzt habt und es ist so heiß wie heute, ist erfrischt total wirklich. Und das kostet 2,79. Das habe ich gekauft. Edeka. Und weil es so schön war, da gibt es noch ganz viele andere Sorten. Ich meine, es ist ja auch jeder hat einen anderen Geschmack. Also ihr müsst ja wissen, was ihr gut findet. Ich kann nur das sagen, was ich halt jetzt toll finde. Also was für mich gut riecht und das fand ich halt total schön. Und ich habe an allen anderen gerochen und die waren so, weiß ich nicht, konnte mich nicht so mit anfreunden. Und du bist Media, ich habe es gehört. Dann nochmal von Creme 21, Pink Champagne, Luxurious Hydration, Sensual and Sparkling, sinnlich prickelnd. Und das soll ein besonders prickelndes Duscherlebnis sein. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber werde ich morgen tun. Mal sehen. Und das riecht. Du sollst Platz machen. Was?
Warum hört mein Hund nicht auf mich? Könnt ihr mir das sagen? Das ist nicht gut. Ganz gut. Und das riecht auch fruchtig. Und ja, man kann eigentlich eine genaue Frucht gar nicht ausmachen. Also es ist einfach fruchtig. Aber nicht so sauerfruchtig wie das hier, aber es hat eine Süße drin. Es ist auf jeden Fall süßer wie das andere. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt so erfrischt, obwohl es Sparkling. Ja, mal gucken. Und kostet auch 2,79 im Edeka. Gut. Damit sind wir schon am Ende meines Videos und ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und am Samstag erwartet euch eine Überraschung. Also ich werde es dann wahrscheinlich erst am Sonntag reinstellen oder Montag, je nachdem, wie ich Zeit finde. Aber am Samstag drehe ich ein FMA, ein Follow Me Around, zu dem Europapark, weil wir wollen mit den zwei Großen in den Europapark fahren. Ja, die zwei Kleinen müssen leider immer bleiben, weil ich finde nicht, dass es ja, so gut ist, wenn die da schon mit dabei sind, weil es ist ziemlich laut und viele Menschen und ja, immer ist sehr blöd. Ich finde es einfach nicht so perfekt, wenn die dann. Was heißt perfekt? Ich glaube, ich finde es für die Kinder nicht so perfekt wie die zwei Kleinen, wenn sie einfach mit dabei sind, weil ich glaube nicht, dass sie das schon so verkraften können. Es ist einfach zu viel, zu viele Eindrücke und zu viel Input und da möchte ich sie noch ein bisschen verschonen. Und ja, es hat aber auch jeder eine andere Meinung und das ist gut so und das ist meine Meinung und ja, wir machen uns auf jeden Fall einen schönen Tag mit den Zweien und die Oma freut sich auf die zwei Kleinen und macht sie bestimmt auch ganz schön. Ja, und ich filme dazu ein bisschen und ja, nehme euch ein bisschen mit und dann stelle ich das wieder online und ich hasse diese Fliegen. Nicht wundern, nein, wir wohnen ja hier auf dem Land und überall sind Bauernhöfe. Egal, es gehört jetzt hier auch gar nicht her. Aber ich wollte mich noch bei euch bedanken. Hör auf zu gehen. Ich wollte mich noch bei euch bedanken, weil ich habe schon wieder ein paar Instagram-Follower und die wollte ich auch ganz lieb grüßen. Und ich hoffe, dass ihr auch meine Videos guckt. Ich denke schon, dass ihr da schaut. Und ich freue mich, dass ihr mir folgt. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ich rede schon wieder ein bisschen mehr. Ja, guckt weiter meine Videos, gebt mir einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten oder klickt mich einfach ganz weg und ich glaube, mein Akku macht gleich schlapp und deswegen beende ich jetzt hier mit dieses Video und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ciao!